To the Streets, unsere quasi Junioren aus Nötsch und Arnoldstein. Die mit ihren coolen Kostümen in der Aufstellung nehmen. Auch sie sind heute erstmals zu einer Meisterschaft gefahren, haben sich erstmals für einen internationalen Bewerb qualifiziert und haben dort den zweiten Platz bei der Europameisterschaft getanzt. Herzliche Gratulation! Und jetzt für heimisches Publikum im Arnoldsteiner Kultursaal To the Streets, Europavizemeister 2024. Cool, oder? Ja, yeah, finde ich auch. Sehr, sehr cool haben sie das gemacht. So, jetzt machen wir eines. Einmal gibt es für euch die Auszeichnung und wer es bis zur Europameisterschaft, also die Kinder im Unterricht erhalten ja meist ein tolles sehr gut. Ja. Wenn sie allerdings bei der Europameisterschaft tanzen, dann gibt es ein ausgezeichnet und so ein ausgezeichnet bekommt die Magdalena Strauß, bitte sehr. So ein Ausgezeichneter hätte die Nathalie Oitzel. Herzliche Gratulation. Die Mia Köchel. Die Madeleine Kampfer. Die Angelika Hoffmann.
die Nadia Cihajic und die Lisa Huber. Und ein lieber Gruß geht an den Florian Takac aus der Gruppe, der uns im Unterricht sehr begleitet hat, aber nicht zur Meisterschaft mitgefahren ist. Also unsere 7 EM-Tänzerinnen. Ich bitte, liebe Herr Bürgermeister, zu Ehrung. Jawohl. Einmal Madeleine Kampfer, Vize-Europameisterin. Bravo. Nathalie Oitzel, Vize-Europameisterin. Probier mal so ein bisschen schräg stehen und schaust deinen Fotograf vielleicht sogar ein bisschen. Klaus, du kannst gerne aufkommen. Danke, danke. So, die Mia Köchel, dann Europa-Vizemeisterin Magdalena Strauß. Europa-Vizemeisterin die Nadia Cihajic. Und Europa-Vizemeisterin die Lisa Huber. Und Europa-Vizemeisterin die Angelika Hoffmann. So, ich bitte zu einem schönen, warte mal so, können 3 nach vorrücken, ein Foto, 2 hinten zusammen, bitte mal, jawohl, machen wir so, die Bürgermeister vielleicht, Achtung, 3, 2, 1. Super, bravissimo, bitte bleibt in der Nähe.